Ja, ein Wort Gottes, das möchte ich ganz bewusst an den Anfang stellen. Wir haben das gestern gehört, was würde auf dem Grabstein mal stehen. Ich möchte das über mein Leben stellen, und zwar aus Kolosser 1, Vers 27, den Vers B. Dort sagt Paulus zu den Gläubigen in Kolossee: Ich tue euch ein Geheimnis kund, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe mir schon früh in meinem Leben die Frage gestellt, was treibt mich an? Und das könnte ich auch Sie heute Nachmittag fragen, was treibt Sie eigentlich an? Was ist der Motor? Und das möchte ich, gebe Gottes in meinem Leben, dass es so ist, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da gibt es zwei Teile, Welt in mir oft und Christus in mir. Schaut, wir können nicht mehr bekommen und wir brauchen nicht weniger zu haben wie den Herrn Jesus. Und Christus in mir, das soll mein Zeugnis sein, macht den Himmel, die Herrlichkeit, mir jetzt schon zur Heimat. Und das ist genau das Gegenteil von Transhumanismus. Der Transhumanismus versucht, Unsterblichkeit hier auf dieser Erde zu schaffen. Christus in mir, das ist meine Heimat, auf die ich zulebe. Aber die habe ich jetzt schon in mir, weil ich weiß, Christus ist heute durch seinen Heiligen Geist in mir. Und diese Hoffnung der Herrlichkeit, die soll mich antreiben. Der Mensch ohne Gott baut den Turmbau zu Babel. Wir haben hier ein Sandgebilde. Der Mensch, der Gläubige, der weiß, Christus in mir, der weiß Gottes Herrlichkeit, Gottes Hoffnung, die soll mein Leben durchdringen. Und das wünsche ich Ihnen, das möchte ich ganz bewusst, wie gesagt, vor diesen Vortrag stellen, dass Ihr Leben das selber auch ausmacht, dass der Herr Jesus in ihnen wohnt. Wie kam ich dazu, mich mit Transhumanismus zu beschäftigen? Das fing so an, dass mich jemand angerufen hat, mit dem ich sehr gut verbunden bin, und hat mir gesagt, du, trag mal was zusammen, kannst du das mal kurz machen auf zwei Seiten? Dann hatte ich gesagt, ja, das mache ich schon. Und beim Vorbereiten habe ich gemerkt, so einfach ist es gar nicht. Ich muss mich tiefer vorbereiten, ich muss tiefer graben. Und daraus entstanden dann unter anderem die Gedanken, die Recherche, die ich Ihnen heute eben mitteilen möchte. Zum Anfang zwei Beispiele. Ein Mensch, Maschinenmädchen, spürt im verkabelten Herzen Gefühle für zwei Männer, Transmänner, Peter und Paul. Diese Gefühle werden ihr auf ihrem inneren Monitor angezeigt. Sie weiß aber nicht genau, wen von beiden sie heiraten soll. Und sie befragt Google. Und Google antwortet: Nun, ich kenne dich schon vor dem Tag deiner Geburt. Ich habe all deine E-Mails gelesen und alle deine Telefongespräche aufgezeichnet. Ich kenne deine Lieblingsfilme, deine DNA und die gesamte Geschichte deines Herzens. Ich verfüge über genaue Daten zu jeder Verabredung, die du hattest. Wenn du willst, kann ich dir sekundengenau zeigen, welchen Puls, welchen Blutdruck, welchen Blutzuckerspiegel du hattest, wenn du dich mit Trans-Peter oder Trans-Paul getroffen hast. Nun, aufgrund dieser Informationen, meiner großartigen Algorithmen, umfassender Statistiken über Millionen von Beziehungen, rate ich dir, Punkte, zu heiraten. Das ist keine Zukunftsmusik. Das wäre theoretisch heute schon möglich. Wie viel von unseren Daten geben wir preis? Google hat einen unheimlichen Datenhunger, sammelt Informationen, und den meisten unter Ihnen kann ich sagen, Google weiß mehr von Ihnen, wie Sie selber über sich wissen. Sie können sich an viele Dinge nicht mehr erinnern, Google weiß das schon. Das ist ein Teil des Turmbaus zu Babel. Eine zweite Geschichte, die hatte ich heute Morgen schon erwähnt, dieser Jugendliche, der ja aus gläubigem Elternhaus stammt, in einen christlichen Jugendkreis geht, in dem man die Hoffnung der Herrlichkeit lehrt, in dem man hinweist, wir gehen einer Herrlichkeit im Himmel beim Herrn Jesus entgegen, der sagt, ich hoffe, dass wir in wenigen Jahren als Avatare leben. Ich bin ja ein neugieriger Mensch, und da habe ich gedacht, ich muss mal bei Instagram, beziehungsweise hat mich jemand darauf hingewiesen, mal schauen, was dort steht. Sein Lebensmotto: Why be a king if you can be a God? Warum ein König sein, wenn du auch ein Gott
sein kannst. Das ist eine Zeile aus einem Rapper-Lied aus Amerika kommt es. Warum ein König sein, wenn du auch ein Gott sein kannst? Und das ist im Grunde genommen ausgedrückt, was der Transhumanismus versucht. Wir werden kleine Götter sein. Wir haben das Ziel, kleine Götter zu werden. Jetzt kann man sagen, das ist weit weg, aber Geschwister, das ist bei uns. Das sind gläubige Familien. Das heißt, diese Lehre ist eingezogen und wir haben das gar nicht bemerkt. Ich muss mich mittlerweile, ich kann es kaum glauben, aber es ist so auch schon zum etwas älteren Eisen zählen. Ich bin gar nicht mehr so dran. Ich lerne von meinen Kindern neue Wörter, die ich gar nicht kenne. Ich habe immer gedacht, das passiert mir nie. Aber es ist soweit. Und da fiel mir auf, wir müssen hier fundierte Informationen haben von dem, was läuft, von dem, was geht. Drittes Beispiel. Heute Morgen habe ich noch mal kurz so durchgeguckt, was gibt es Neues zum Transhumanismus. Kam jetzt vor einer Woche gut raus. Eine KI-Expertin für künstliche Intelligenz, Catriona Campbell, weiß nicht, ob sie jemand kennt, mir war sie neu, ist eine Engländerin, die hat ein Statement rausgegeben, laut einer führenden Autorität auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz werden in Großbritannien in Zukunft virtuelle Kinder als praktikable Lösung für die Überbevölkerung vorgeschlagen. Virtuelle Kinder. Von Computern erzeugte Barbies, das wären dann sogenannte Avatare, die etwa $25 pro Monat kosten, werden wahrscheinlich bis Anfang, es ist noch weit draußen, der 2070er Jahre zu einem alltäglichen Phänomen werden. Warum? Wir haben eine Überbevölkerung und ich warte nur noch, dass daran steht, wir haben zu viel CO2. Man würde sich wundern, wenn das nicht noch kommt. Wie funktioniert das Ganze? Relativ einfach. Da hat man dann eine Brille auf, das klingt schon nach Zuckerbergs virtuelle Realität, das Metaverse. Und man hat einen Handschuh, der unheimlich viel Feingefühl über gewisse Sensoren dann ins Gehirn leiten kann. Und man spürt dann, indem man sieht dann ein Baby, wie man es im Arm hätte, und spürt dann an dem Handschuh, wie wenn man über das Baby streicheln würde. Und es löst dann genau die gleichen Gefühle bei einer Frau aus, wie wenn sie ein echtes Baby im Arm hätte, so der Gedanke. Das sind drei Beispiele von dem, was angedacht ist. Ob es soweit kommt, das werden wir sehen, was Gott hier noch zu sagen hat. Ja, Transhumanismus, der moderne Turmbau zu Babel, Traum oder Wirklichkeit. Wäre es nicht schön, wenn wir nicht mehr sterben müssten, es kaum noch Krankheiten gäbe und wir hier bereits auf der Erde ein Paradies schaffen könnten? Das hört sich an wie ein Traum, eine Erzählung aus einer vergangenen Welt, doch nicht so für die Befürworter des Transhumanismus. Für sie soll das eines Tages Wirklichkeit sein. Eine kleine Anmerkung, ich habe hier ein, denke ich, recht eindrückliches Bild gefunden von einem Turmbau aus Sand. Und dieses Bild wird uns durch das Seminar begleiten. Es soll da ausdrücken, dieser Turmbau ist auf Sand gebaut. Ja, dieser ganze Turm besteht aus Sand und er kann jederzeit einstürzen, wenn Gott sein Machtwort spricht. Wolfgang Bühne hat es gestern schon gezeigt. Aus meinen Aufzeichnungen hat die AG Weltanschauungsfragen ein kleines Büchlein gemacht, erschienen im Lichtzeichen Verlag letztes Jahr. Das darf man sich gerne am Büchertisch erwerben oder ich habe auch hier nachher noch einige zu verschenken, ist keine Konkurrenz. Der Thomas von der AG hat mir einige geschickt, die sind nachher gern so zu haben. Drei Vorbemerkungen. Es geht nicht darum, zu einer negativen Beurteilung von moderner Technik zu kommen, sondern die Sinne für eine differenzierte Sichtweise zu schärfen und die Zeichen der Zeit zu beurteilen, so wie der Herr Jesus in Matthäus 16, Vers 3 zu den Pharisäern dort sagt, ihr könnt das Wetter beurteilen, wir können den übertragenen Sinn sagen, ihr könnt viel beurteilen heute in eurem praktischen Leben, aber könnt ihr auch die Zeichen der Zeit beurteilen? Könnt ihr auch zeigen, gehen wir nochmal zurück, diesem Junge, was der springende Punkt in seinem Leben ist, was hier schiefläuft. Können wir differenziert hier unsere Meinung dazu äußern? Sämtliche Quellenangaben finden sich in der obigen Broschüre oder auch im Literaturverzeichnis des Verfassers. Ich habe versucht, nicht irgendwelche
wie sagt man so schön, salopp 0815, Geschichten aufzunehmen. Es geistern viele Quellen im Internet. Da bitte ich auch, dass man differenziert betrachtet und nicht alles für wahr nimmt, was irgendjemand irgendwo mal geblockt hat. Da sollte man schon schauen, was sind die Primärquellen. Und ich denke, ich darf sagen, für das, was ich Ihnen heute zeigen werde, sind die Quellen bei mir in der Regel ausgedruckt, dass sie nicht verschwinden. Habe ich mittlerweile ein Archiv angelegt. Also ich kann das, was ich hier sage, auch beweisen. Ich sehe mich nicht als Experte des Transhumanismus, sondern als aufgewachter Betroffener. Und ich möchte noch einen vierten Punkt hinzufügen, den könnten wir auch darüber stellen, diesen Bibelvers 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott gab uns nicht den Geist der Furcht. Gott gab uns nicht den Geist der Furcht. Es ist nicht mein Ziel, Angst zu machen oder dass wir wie das Kaninchen vor der Schlange stehen und sie in die Augen starren, sondern dass wir, wie gesagt, einfach wissen, was dahinter steht und wissen, Gott steht schlussendlich darüber. So, von was kommt dieses Wort? Transhumanismus ist im Grunde genommen relativ einfach. Von lateinisch trans, jenseits, über, hinaus und humanus, menschlich, damit abgekürzt der Übermensch oder übermenschlich. Wir haben hier das Logo, das ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon begegnet. Dieses H+, könnte man jetzt auch schon einiges wieder über das Logo sagen, einfach, dass man es mal gesehen hat. Noch ein Vers am Anfang, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo bleibt denn dein Stachel? Aus 1. Korinther 15, Vers 54. Warum diesen Vers? Die Ziele des Transhumanismus sind, Mensch und Maschine zu vereinigen. Es soll ein Mensch mit einer Maschine verbunden werden. Diese zwei Dinge sollen vereinigt werden, daher auch dieses Bild von beiden Seiten. Der Mensch greift ein, aber auch die Maschine auf diesen Körper. Das Ziel ist, beides zu optimieren, also einmal die Mechanik und auch die Chemie, die Biochemie, und auf der anderen Seite dann die Maschinen immer weiser und immer intelligenter zu machen. Da gehört dann später das Thema künstliche Intelligenz hinein. Und diese zwei Dinge in einem Körper zu vereinigen und damit eine Sache zu erreichen, Alter und Tod zu überwinden, eventuell die Unsterblichkeit zu erlangen. Wo kommt dieses Wort her? Wer hat es als erstes geprägt? Das ist der Julian Huxley. Die Huxleys waren eine sehr intelligente Familie. Sein Bruder, der Aldous Huxley, ist aus anderen Dingen uns bekannt. Der Großvater, wenn ich recht weiß, hat auch mal einen Nobelpreis gekriegt. Was hat er gesagt? Die menschliche Spezies kann, wenn sie es möchte, über sich hinauswachsen. Zitat, nicht nur sporadisch, ein Einzelner mal so, ein anderer mal so, sondern als Ganzes, als Menschheit. Und nun, aufgepasst, wir brauchen einen neuen Namen für diesen neuen Glauben. Vielleicht passt Transhumanismus ganz gut. Mensch, der Mensch bleibt, aber sich selbst durch Verwirklichung neuer Möglichkeiten von seiner und für seine menschliche Natur überwindet. Die menschliche Natur zu überwinden. Ich denke, es fallen uns hoffentlich genügend Bibelstellen schon ein, dass das nichts werden wird. Der Weg zum Ziel durch Pharmakologie, das ist der Aufbau von Heilmitteln, Spritzen, Pillen, mal ganz einfach dargestellt, durch Pharmakologie und Technologie, das ist ein Symbolbild für Technologie, soll der Mensch umgebaut werden. So könnte er die biologischen Grenzen durchdringen. Nichts scheint mehr unmöglich. Menschen, die durch Technik modifiziert und zum Übermenschen werden, kennen wir wahrscheinlich nur aus Büchern und Filmen. Aber im Transhumanismus trifft Erdachtes aus den 70er, 80er und 90er Jahre mittlerweile auf Wirklichkeit. Dinge, die damals Science Fiction waren, die wir aus Filmen kennen, wo wir gesagt haben, das wird niemals Wirklichkeit werden, ist bereits heute Wirklichkeit. Ich werde da einige Beispiele da nennen. Der Weg zum Ziel. Recht langer Text. Transhumanisten setzen auf die Transformation, das heißt auf die Umwandlung der menschlichen Natur mithilfe von Technologie und Wissenschaft. Sie wollen definitiv einen neuen Menschen erschaffen. Das ist ein Satz, den sollte man sich merken.
Transhumanisten wollen einen neuen Menschen erschaffen, eine neue Spezies, das transhumane Wesen, welches alles und jeden überwindet. Damit wäre dann der alte Mensch, Sie sehen ja das Symbolbild, nur eine farblose, bleiche Erinnerung, fast wie ein Fossil. Durch stückweise Veränderung der menschlichen Natur soll ein transhumaner Zustand erreicht werden, eine sogenannte beschleunigte Evolution. Ich glaube nicht an die Evolution. Ich hoffe, hier finde ich auch niemand, der das tut. Hier ist einfach nur einmal ein Symbolbild, ein gemeinsamer Vorfahr, der sich bis zum Homo sapiens entwickelt. Und dann ist die Frage, schaffen wir es noch diese Höherentwicklung weiterzutreiben? Das möchte der Transhumanismus. Nun weiß aber jeder, der etwa ein wenig sich über Evolution auskennt, dass hier sogenannte Jahrmillionen notwendig waren. Das reicht aber nicht. So lange will man nicht warten. Also müssen wir jetzt eine beschleunigte Evolution hinlegen. Im Transhumanismus, ganz wichtig, ist der Evolutionsgedanke tief verankert, den wir jetzt aktiv anstoßen durch unser Handeln. Die Karikatur von mir zeigt nach unten. Ich denke nicht, dass wir uns hier höher entwickeln, sondern vielleicht landen wir, ironisch gesagt, eines Tages doch wieder hier unten. Von der Bibel her nicht, aber im Symbol gesprochen. Der Weg zum Ziel, um dies zu erreichen, sind Experimente notwendig. Und die können auch ganz drastisch ausfallen. Das ist mir noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich Ihnen nahelegen möchte. Der Transhumanist hat keine Skrupel. Auf dem Weg zum Übermenschen sind ganz bewusst Experimente eingeplant. Ich habe so einen Junge, der etwa in diesem Alter ist, das könnte mein Jüngster sein. Bei dem knallt es auch manchmal. Er ist sehr experimentierfreudig, also auch von meiner Seite. Aber er ist auch sehr experimentierfreudig. Der Transhumanist auch. Und auf diesem Weg dorthin hat er keine Skrupel, gewisse Dinge in Angriff zu nehmen, die weitreichende Folgen haben. Wenn wir erst einmal unsterblich sind, können wir auch alle anderen Probleme lösen. So lässt sich die überspitzte Grundüberzeugung der Transhumanisten zusammenfassen. Noch wichtig, der Tod wird als Demütigung menschlichen Daseins aufgefasst. Der Tod ist die Demütigung vom menschlichen Daseins. Ganz wichtig, wir wissen, woher der Tod kommt, von der Bibel her. Der Transhumanist sagt, das ist eine Demütigung und diese Demütigung, die möchte ich ablegen. Wenn wir erst einmal unsterblich sind, können wir auch alle andere Probleme lösen. Das heißt, der Transhumanist setzt darauf, Unsterblichkeit zu erlangen und dann kümmern wir uns um die anderen Probleme. Das ist eine seltsame Reihenfolge, aber das ist die Grundüberzeugung. Was noch ganz wichtig, beim Transhumanismus geht die Gefahr nur bedingt von den Zielen aus. Da kann man viel diskutieren, ob es eines Tages Maschinen geben wird, die künstliches Bewusstsein haben. Ich denke von der Bibel her nicht, weil Gott dem Menschen seinen Geist, Ruach, gegeben hat. Deswegen wird auch eine Maschine nie lebendig sein als Gegenüber für Gott. Ja, man kann sagen, als Gott den Menschen geschaffen hat, gab er ihm seinen Geist. Und durch den Geist wurde der Mensch zu einer Ich-Persönlichkeit und zu einem Du gegenüber Gott. Ein Gegenüber. Eine Maschine kann nie ein Du gegenüber Gott sein. Nichtsdestotrotz versucht der Transhumanismus, das zu erreichen. Ich denke, das wird nicht passieren. Umso mehr ist es wichtig, die Gefahr geht deshalb nur bedingt von den Zielen aus. Vieles ist zu utopisch und Gott wird eingreifen. Als vielmehr vom Einfluss der führenden Köpfe des Transhumanismus und von den angedachten Experimenten beziehungsweise dem Geist, der dahinter steht. Da liegt die Gefahr drin. Nicht so sehr, ob sie das erreichen. Sie werden die Unsterblichkeit nicht erreichen. Aber der Geist, der dahinter steht, der wird einige Experimente durchführen, die ein gewaltiges Potenzial zum Missbrauch haben.
So, jetzt kommen wir zur Struktur. Das war eine lange Einleitung. Wir sind schon nach einer halben Stunde. Ich habe den Brüdern schon gesagt, wie soll das gehen in einer Stunde? Ihr habt Nerven. Folgender Vorschlag wurde gemacht, stammt nicht von mir, ich bin dem Bruder dankbar. Wir machen eine Pause, so um halb. Dann können wir Kaffee trinken gehen. Solange stehe ich gerne Fragen zur Verfügung. Die Fragen also im ersten Teil mal hinten anstellen, damit ich vorwärts komme. Ich beantworte die Fragen in der Kaffeepause. Vielleicht ist meine Frau oder jemand so nett, bringt mir einen Kaffee hierher. Und wir treffen uns dann um 4:30 wieder hier zum zweiten Teil. Wäre das? Sonst ist es unmöglich. Wie soll ich Ihnen das weite Thema nahebringen? Das geht nicht in einer Dreiviertelstunde, da rauscht alles über die Köpfe hinweg. Schauen wir uns kurz die Struktur an. Ein Cyborg, ich hoffe, Sie wissen, was das ist. Nein, Sie müssen es nicht wissen, ich erkläre es. Der Aufschwung des Transhumanismus, nur auszughaft, zentrale Forschungsthemen des Transhumanismus sind die fünftönernen Säulen. Gedanken steuern einen Roboterarm, sogenannte Brain-Gate-Experimente, dann eventuell die Pause. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Transhumanismus und Okkultismus, diese zwei Dinge sind untrennbar verbunden. Die meisten Transhumanisten sind auch Okkultisten. 1. Mose 11, das ist eigentlich so das Zentrum der antike, moderne, transhumanistische Turmbau von Babel. Der evolutionistische Transhumanismus, da hatte ich schon etwas in der Einleitung jetzt gesagt. Dann möchte ich das heiße Eisen anfassen, eine Einordnung der momentanen Corona Pandemie, Impfstoffe in Anführungszeichen, Quantum Dot Tattoo, Schlussgedanken und Zusammenfassung. Wir haben ein ordentliches Pensum. Was ist ein Cyborg? Der Brite Neil Harbison gilt als der erste Cyborg der Welt. Offiziell wurde er von Großbritannien als solcher anerkannt. Was stimmt nicht bei ihm? Neil Harbison wurde mit einer Krankheit geboren, die ist nicht ganz leicht für ihn. Er kann keine Farben sehen. Deswegen auch das Schwarz-Weiß-Bild hier. Aber wie sieht er Farben? Er hat in seinem Kopf permanent eine Antenne implantiert, die, da vorne ist eine kleine Kamera, die Farben erkennt und dann in seinen Kopf Farben in Töne umwandelt. Er hört also Farben. Er kann auch übrigens elektromagnetische Strahlung hören und manch andere Sachen. Harbison ist ein Mann, der sich dem Transhumanismus verschrieben hat. Er ist sozusagen ein Aushängeschild. Er hat verschiedene Projekte, die er in Zukunft noch machen möchte. Er sagt, ich überlege mir auch, einen Schwanz in den Rücken zu implantieren, um meinen Gleichgewichtssinn zu verbessern. Im Knie hat er übrigens auch ein Implantat, ein Magnet. Aber eines Tages hoffe ich, ein Organ zu schaffen, mit dem ich meinen Sinn für Humor steuern kann. Dann könnte ich, und jetzt gut zuhören, alles im Leben lustig finden, und jetzt kommt ein dramatischer Satz, und lachen sterben. Doch sterben? Aha. Ein Cyborg ist ein Mensch, wo die Technik so mit dem Körper verschmilzt, dass er sie als Teil seines Körpers betrachtet. Also es ist nicht nur eine Antenne, die ich mal aufsetze und dann wieder absetze, sondern sie muss verschmolzen sein. Und wichtig ist, die Fähigkeit des Menschen muss durch diese Technologie gesteigert werden. Es ist ein großer Unterschied, ob ich gehörlos geboren bin und Gott der Medizin die Weisheit geschenkt hat, mir ein Cochlea-Implantat zu geben und ich wieder hören kann. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Das ist mir ganz wichtig, ich gehe nachher nochmal darauf ein. Aber wenn ich versuche, die Fähigkeiten des Menschen durch Technologie zum Übermenschen zu steigern, dann geht es wieder um den Geist, der dahinter steht. Was treibt mich an? Warum mache ich das? Und es muss eine Kommunikation zwischen dem technischen Objekt, Körper bzw. Gehirn vorhanden sein. Also die zwei Dinge müssen miteinander kommunizieren. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Hammer in die Hand nehme, aber der Hammer, der kommuniziert im Grunde genommen nicht über mein Gehirn, über irgendwelche Elektroden. Über meine Hand, über meinen Tastsinn, ja. Aber nicht über eine spezielle Schnittstelle. Und das ist beim Cyborg der Fall. Wie sieht das Ganze dann aus? Wir könnten sagen, das ist ein Mensch, in dem eben viel Elektronik enthalten ist. Nochmal Zusammenfassung. Der Begriff Cyborg bezeichnet ein Mischwesen aus biologischem Organismus und Maschine. Zumeist werden Menschen damit beschrieben, deren Körper dauerhaft durch künstliche Bauteile ersetzt wurden.
kommen wir zum zweiten Punkt, der aktuelle Aufschwung des Transhumanismus. Transhumanismus war bereits beim Treffen des WEF, des Weltwirtschaftsforums, 2016 eine wichtige Sache, ein Hauptthema. Und zwar war dort das Thema Humankind and the Machine. Leben im Jahr, Life in 2030, also Leben im Jahr 2030, Menschheit und die Maschine. Interessant. Weit vor Corona haben sie schon Gedanken darüber gemacht. Ich denke, das WEF hat seinen Bekanntheitsgrad in der Pandemie durch einige krasse Statements enorm steigern können. Denken wir nur an das Buch The Great Reset, also der große Umbruch heißt es ja in Deutschland. Das ist übrigens auch interessant, dass es anders übersetzt wurde. So, aber wichtiger noch, oder genauso wichtig, der gehört nämlich dazu, die Diskussion um den Transhumanismus hat mit dem Bestseller Homo Deus des israelischen Historikers, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Yuval Noah Harari, eine weit verbreitete Stimme gefunden. Ganz sicher befindet sich der Transhumanismus nicht mehr in der Schmuddelecke der sogenannten Verschwörungstheoretiker. Wer ist Harari? Er ist Professor für Geschichte in Jerusalem. Sein Partner, das möchte ich auch deutlich sagen, ist ein Mann, dem man Sodomie nachsagt, lässt aufhorchen. Er berät Spitzenpolitiker. Vielleicht hatte jemand von Ihnen schon mal einen Vortrag von ihm gehört. Er ist hochintelligent, ein super Rhetoriker, hat eine angenehme Art zu sprechen, ganz anders als sein Ziehvater Klaus Schwab. Da denkt man ja manchmal, kommt er noch zu Potte. Yuval Harari hat die These in die Welt gesetzt, dass das Zukunftsprojekt der Menschheit die Unsterblichkeit sei. Also er ist der Prophet, der dieses Zukunftsprojekt weitergibt. Für Harari sterben die Menschen nicht, weil Gott es so verfügt. Er ist Jude, er müsste es eigentlich wissen. Oder weil die Sterblichkeit wichtiger Teil irgendeines großen kosmischen Plans ist. Nein, wichtig jetzt, es sterben Menschen immer wegen irgendeiner technischen Störung. Alles nur technische Probleme. Ich möchte noch ein Zitat von ihm bringen, was er so loslässt. Moralische Empfindungen, das gehört jetzt in die Ethik, wie Wut, Schuld oder Vergebung gehen auf neuronale Mechanismen zurück, die entstanden sind, um die Zusammenarbeit in der Gruppe zu ermöglichen. Gefühle sind somit nicht das Gegenteil von Vernunft, sie verkörpern evolutionäre Rationalität. Was sagt er damit? Wenn ich jemand anders vergebe, weil ich weiß, dass mir vergeben wurde, von Gottes Seite her, dann ist das nur eine Sache des Gehirns, das ist nur Mechanik, Biochemie. Mehr ist es nicht. Hier haben wir ihn. Von Äußeren ganz angenehm, der Mensch. Hier ist ein Bestseller, 2015, Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Und er wird nicht umsonst von Kritikern als der Prophet des WEF bezeichnet. Ich will nicht sagen, dass er der Prophet aus der Offenbarung ist, aber man kann, denke ich, sagen, da gehe ich nicht fehl, der Teufel ist zumindest am Üben. Noch hat er nicht so ganz den Bekanntheitsgrad, den er haben wird. Ich denke, das ist gerade wie ein aufsteigender Komet. Achten Sie mal in nächster Zeit, wir werden noch mehr von ihm hören. Hier sehen wir ihn in einem Interview beim WEF. Das ist ein Screenshot aus einem YouTube-Video. Hier nochmal sein Zitat. Wir müssen nicht auf das jüngste Gericht warten, um den Tod zu überwinden. Dazu reichen ein paar Freaks in einem Labor. Und hier haben wir den Ziehvater und er ist im Grunde genommen der Werbeberater von Klaus Schwab. Ja, das ist ein Bild, das kenne ich noch aus meiner Studienzeit. Das ist uralt, von 1995. Transhumanisten sind der Meinung, für jedes technische Problem gäbe es eine Lösung. Wir haben einen Unfall. Ein altes Bild, das Rad ist kaputt. Wir müssen jetzt, wie gesagt, nicht auf das jüngste Gericht warten, sondern jetzt haben wir eine Entwicklung, die unaufhaltsam dahin geht, dass man durch mechanische
oder physiologisch in Petrischalen gewonnene Ersatzteile aus beispielsweise Stammzellen oder anderen Zellen neue, funktionsfähige, leistungsgesteuerte Organe erzeugen könnte, um damit das Leben zu verlängern. Was meint er damit? Im Grunde ganz einfach, das Rad ist kaputt, die Leber in meinem Inneren ist kaputt, ich habe zu viel gesoffen, um es mal ganz schwäbisch zu sagen. Was machen wir? Wir züchten einfach eine neue Leber. Und die machen wir besser wie die alte. Und wenn wir das ständig machen, dann wird dieser Mensch, so der Grundgedanke, nicht sterben. Wir haben hier, wie gesagt, ein altes Bild aus 1995. Das wurde am Anfang als Durchbruch in der Transplantationschirurgie gefeiert. Ich habe das damals auch gedacht. Oh, da ist auf dieser Laborratte, eine ganz spezielle Züchtung, die hat ein ganz schlechtes Immunsystem, sonst hätte es gar nicht funktioniert, ist ein menschliches Ohr gewachsen. Und die schlachten wir dann und transplantieren dem Menschen, der sein Ohr verloren hat beim Unfall, das Ohr wieder an. Das war nicht ganz so, das waren Knorpelzellen eines Kalbgewebes und die hat man auf diese Laborratte implantiert oder ja drauf implantiert, kann man sagen. Mittlerweile funktioniert das in Ansätzen. Wir haben heute biologische 3D-Drucker, mit denen man biologisches Gewebe oder man entnimmt dem Patienten biologisches Gewebe, also Zellen von ihnen, züchtet die und druckt sie dann in einer dreidimensionalen Form wieder auf und kann so gewisse Strukturen nachbilden. Das ist übrigens, hat Ihnen ja gesagt, Zahnarzt auch immer ein Problem. Da hat man zu wenig Knochen beim Implantieren. Da stehe ich immer kurz davor, geht es oder geht es nicht für mich? Weil ich komme oft in die Schwierigkeit, dass ich dann große Probleme bei OPs habe, wenn es nicht reicht. Und dann ist man so in der Versuchung, komm, wir züchten. Habe mir noch nicht so eine Maschine gekauft. Ich zögere noch. Aus den bekannten Gründen. So, was sagt die Bibel dazu? Ich möchte immer wieder so Spots einwerfen. Die Bibel schreibt vor mehr als 2700 Jahren in Jesaja 65, es wird dort keinen Säugling geben, der nur wenige Tage erlebt. Keinen Greis, der nicht das volle Alter erreicht. Wer als 100-Jähriger stirbt, gilt noch als jung. Und wer nicht 100 Jahre alt wird, gilt als Sünder, der vom Fluch getroffen ist. Das ist aber in Gottes Friedensreich. Wir würden sagen, im tausendjährigen Reich. Das ist zu einer anderen Zeit, wie die Transhumanisten jetzt haben und reichen möchten. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Dort ist Gott der Handelnde. Er führt diesen Zustand in seinem Friedensreich herbei. Nicht der transhumane Mensch schafft es, Unsterblichkeit zu erlangen, sondern Gott selbst besiegt den Tod. Ich möchte übrigens auch an 1. Timotheus 6, 16 erinnern. Dort heißt es, dass Gott allein derjenige ist, der Unsterblichkeit hat. Und wenn wir unsterblich sind, sind wir das nur, weil Gott uns das schenkt, weil Gott es so möchte. Und nicht der Mensch ist derjenige, der hier handelt. Noch unter dem aktuellen Aufschwung des Transhumanismus, bereits 2012 wurde der Erfinder Ray Kurzweil zum Leiter der technischen Entwicklung bei Google ernannt. Kann man sagen, naja, was war das? Ein Jahr später, Ray Kurzweil ist ein Transhumanist, ein sehr krasser Transhumanist, der von Google berufen wurde. Und ein Jahr später gründete Google ein Subunternehmen, lateinisch würde man sagen Calico, dessen Ziel es ist, den Tod zu besiegen und zu beseitigen. Naja, kann es viele Unternehmen geben, aber dieses Unternehmen ist üppig mit einigen Milliarden Dollar ausgestattet. Und jetzt ist es ja nicht so, dass da irgendein Unternehmen etwas produziert, sondern es ist Google. Der Marktführer der Internetsuchmaschinen, der gibt Geld aus, um die Unsterblichkeit zu erlangen. Interessant. Übrigens, Ray Kurzweil ist auch ein Mitglied der fünfköpfigen, auf Deutsch wissenschaftlichen Gruppe, die das US-Militär berät. Lässt auch tief blicken, wie die Querverbindungen sind. Hier sehen wir den Mann nochmal. Zitat von ihm, ja, sind alle sehr sympathische Menschen, gell? Bis zum Jahr 2030 werden Menschen mit der KI, das ist die künstliche Intelligenz, verschmelzen, ihre Erinnerungen hochladen und einst in Avataren, einfach ausgedrückt künstlichen Personen, ist noch ein bisschen mehr, weiterleben. Jetzt kann man sagen, es ist ein Spinner, der irgend sowas sagt. Nein, das ist der Leiter, der über Milliardenbudget verfügt in seinem Unternehmen. Das ist nicht irgendjemand.
So, einfach mal, um die Aufmerksamkeit wieder zu gewinnen. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte jedem von Ihnen eine kleine Koffeinspritze jetzt geben. Ich gebe am Tag 20 Spritzen, wenn es nur reicht. Also ich hätte keine Probleme damit. Nein, das werde ich nicht tun. Ich hoffe, es gelingt mir, die Aufmerksamkeit so zu erhalten. Skinmarks. Google kündigt an, sich der nächsten futuristischen Technologie jenseits von Smartphones anzunehmen. Diese intelligente Tätowierung namens Skinmarks soll den menschlichen Körper über in die Tinte eingebettete Sensoren in ein lebendes Touchpad verwandeln. Die Sensoren können dann durch gewöhnliche Berührungs- und Streichbewegung bedient werden. Der Vorteil der Verwendung der Haut als Schnittstelle besteht darin, die Feinmotorik, die Gott dem Menschen gegeben hat, anzuzapfen und damit ein unglaublich großes Touchpad zu haben. Ich habe hier mein Smartphone, das hat ja nur einen kleinen Monitor. Aber wenn man jetzt unsere Hände nimmt, unseren Körper, da könnte man unheimlich viel damit machen. Ich möchte Ihnen das, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, mal kurz vorführen, wie das funktioniert. Das ist ein Werbefilm. So, jetzt sehen wir das hier. Das ist jetzt noch sichtbar gemacht, im Hintergrund der Monitor. Wenn ich da drüber streiche, wenn ich nach unten streiche, dann kann ich den Cursor, den Monitor, den Computer steuern. Stellen Sie sich einfach so vor, Sie laufen durch die Stadt und bedienen Ihr Handy an, aus. Sie klopfen, Sie machen und es geschehen gewisse Dinge. Sie spüren Ihren Puls, Sie bewegen Ihren Ehering und es geschehen gewisse Befehle in Ihrer Hosentasche oder auf dem Server weit weg. Hört sich interessant an. Aber es erinnert auch ein wenig an Offenbarung 13, oder? 16 bis 18. Ich möchte nicht sagen, dass das Mahlzeichen ist, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es sind Meilensteine in diese Richtung. In den 80er Jahren haben die Gläubigen manches spekuliert, was wohl das Mahlzeichen sein wird. Sie lagen daneben. Und doch sind diese Dinge die Basis, auf das einmal das Mahlzeichen aufbauen wird. Und ich denke, das ist auch eine Technologie, die lässt aufmerken. Längst Alltag. Im Jahr 2022 werden oft unbemerkt Technologien von uns genutzt, die wir als selbstverständlich hinnehmen. Technologien, die wir heute schon kennen, ich habe es hier zwar nur klein, aber man kann es, denke ich, erkennen. Cochlea-Implantat, jemand kann nicht hören, die Medizin kann ihm zu einem gewissen Teil wieder sein Hörvermögen durch wieder ersetzen. Wir kennen Doping im Sport, im Alltag intelligente Prothesen. Nicht unbedingt Alltag. Das ist ein sogenannter dritter Arm oder ein Exoskelett, das hier von einem Armeegeneral der amerikanischen Armee verwendet wird, um hier ein Maschinengewehr halten zu können, das er so normalerweise mit seiner normalen Kraft nicht halten könnte. Das heißt, aus seinem Bauch wächst sozusagen ein mechanischen Arm, den er steuern kann. Mir geht es oft so bei der Behandlung, dass ich meiner Helferin sage, jetzt bräuchte ich einen dritten gleichen kleinen Arm, der sollte hier hinten rauskommen und es mal kurz halten. Dann wird es was werden. Ja, so weit ist man beim Militär schon. Aber es gibt auch andere Dinge, die uns gar nicht so auffallen. Das ist mein Handy hier. Mein Smartphone, eine Uhr, die wir alle kennen, ein Pulsmesser, ein Schrittzähler. Kommt noch drauf an, was die alles abgreifen. Das sind alles Dinge, die gehören in diese Kategorie. Und jetzt gilt es zu differenzieren und einzuordnen. Keine Panik zu machen. Wir dürfen Dinge differenziert nutzen. Aber wir sollen uns auch des Missbrauchspotenzials, das sie beinhalten, bewusst machen. Ich kann mich als Kind noch gut erinnern, ich bin in sehr konservativem Elternhaus erzogen worden, kein Fernseher. Ich habe bis heute keinen. Und die Menschen haben immer gesagt, das wird kommen, ihr habt auch nur einen. Nein, ich habe keinen. Ich verurteile niemand, der von Ihnen einen hat. Aber heute habe ich ein Internet. Ist genauso schlimm, ist genauso schlimm. Und genauso gefährlich. Das Smartphone. Ja? Wir sollen differenziert nutzen. Wir sollen uns überlegen, was sind die Gefahren. Da gibt es noch eine intelligente Prothese. Das ist ein kurzer Werbefilm.
darf ich nicht alles zeigen, zwecks des Copyrights. Es ruckelt leider etwas. Das ist eine Geschichte. Ein Bauer hat in eine Maschine gegriffen und hat den Unterarm verloren. Und mittlerweile, hier haben wir ihn, er heißt auch Bauer, vielleicht ist er nur ein Fantasiename. Mit dieser Hand, die man ihm aufgesetzt hat, kann er, Sie sehen das, bis zu einem gewissen Grad seinen Alltag wieder meistern. Wir stoppen das jetzt mal ganz kurz. Das bedeutet, der Unterarm fällt bei ihm. Jetzt gibt es ja hier noch Nerven, die hier abgeschnitten wurden. Die werden über 8 Sensoren in diesem Fall abgegriffen. Jetzt denkt dieser Mensch, ich bewege meine Hand. Das konnte er ja ursprünglich mal. Und in dem Moment greifen diese Sensoren das Signal von den Nerven ab. Über KI, künstliche Intelligenz, hat man diese Hand programmiert. Es ist wichtig, dass sie speziell für den Patienten programmiert wird. Und in dem Moment öffnet sie oder schließt sie sich. Sehr spannendes Feld. Ist nichts zuerst mal dagegen zu sagen. Man muss es richtig nutzen. Aber noch werden die Sensoren hier abgegriffen. Wir werden später noch sehen, es gibt noch die nächste Stufe, dass meine Gedanken in meinem Kopf, um es mal einfach zu sagen, abgegriffen werden und dass diese Gedanken wiederum etwas steuern. Faszinierend, aber eben auch mit gewissem Konfliktpotenzial. Ich muss mich sputen. Ja, vielleicht noch ein wichtiger Gedanke. Viele dieser Dinge, die wir heute verwenden, die bauen auf einer Sache auf. Und zwar, selbst Tattoos zählen in diese Kategorie, obwohl sie so nicht wahrgenommen werden. Setzen sie doch die Hemmschwelle zur Veränderung des Körpers des einzelnen Menschen mit Chips, Sonden und Elektroden und weiteren technologischen Errungenschaften herab. Das ist definitiv so. Wenn ich vollständig tätowiert bin, werde ich mir weniger Gedanken machen, was diese neuen Dinge, die auf uns zukommen, ausmacht. Ich werde da eher ein Ja dazu finden, es einfach mal zu bedenken, als wie wenn ich schon von Anfang an etwas skeptisch gegenüber Tätowierungen bin. Ganz abgesehen davon, dass uns die Bibel hier zu Tätowierungen ja ganz deutlich die Meinung sagt. Oft unbemerkt, aber mit Plan ist die Medizin eine heikle Verbindung mit dem Transhumanismus eingegangen, einer philosophischen, ideologischen, kulturellen Strömung, die davon ausgeht, dass die Entwicklungslinie des Menschen zum Übermenschen unausweichlich ist. Deswegen auch nochmal hier die zwei Bilder. Die Medizin, die an sich nicht schlecht ist, Gott hat uns Ärzten Verstand gegeben, zu heilen, das dürfen wir dankbar annehmen. Das Problem ist die Verbindung, die eben mit dem Geist des Transhumanismus eingegangen wird, wo Technologie missbraucht wird. Und da ist es wichtig, dass wir aufwachen, dass wir uns Gedanken darüber machen. Diese Beispiele, die wir bis jetzt gesehen haben, die reichen nicht aus, um den transhumanistischen Menschen herzustellen oder gar Unsterblichkeit zu erreichen. Das langt nicht. Das ist schön und gut, da sind manche hochinteressante Sachen dabei, aber das reicht nicht, um unsterblich zu werden. Und deswegen brauchen wir den Einsatz radikalerer Technologien als das, was ich Ihnen bis jetzt gezeigt habe. Diese radikalen Technologien sind die neuen Wundermittel, die die Menschheit in ein goldenes Zeitalter führen sollen. Noch kurz ein wichtiger Satz, auch viel Text. Die Entwicklung zum transhumanen Wesen führt nach der Ansicht der meisten Transhumanisten nicht über einen natürlichen Weg wie Bildung und Pädagogik und schon gar nicht über eine Gottesoffenbarung, geschweige denn mit Hilfe einer Erlösung durch Gott selbst, sondern wird hauptsächlich durch den radikalen Einsatz eben dieser Technologien vorangetrieben. Anders wird es nicht gehen. Jetzt bin ich einmal Punkt angelangt. Ich beschäftige mich ja schon seit einer Weile damit und habe da auch schon manche Kritik gehört. Und deswegen habe ich hier diese Folie eingefügt und das möchte ich ganz bewusst tun. Vorsicht, verrenne dich nicht. Ein warnendes Wort an all jene, die hinter jedem allem eine Verschwörung sehen, sei hier noch angebracht. Im Strudel der Ereignisse sollen wir nicht vergessen, dass nicht jede neue Technologie und jede Erfindung des Menschen, insbesondere in der Medizin, gleichzusetzen ist mit boshaften Absichten. Dann hätte ich keine Patienten mehr.
Gott hat den Menschen Weisheit und Verstand gegeben, auf diesem alten Erdball zu leben und sich die Erde untertan zu machen. Wir dürfen und sollen differenziert nutzen und verwalten. Es ist eine wichtige Stelle in Jesaja 8, Vers 12, da sagt der Jesaja, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen. Das möchte ich auch sagen. Liebe Geschwister, vieles geistert im Internet durch die Gegend, meistens ohne Quellenangabe oder die Primärquellen, also die Ursprungsquellen fehlen. Und da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Ich weiß, es kostet viel Zeit. Meine Frau beschwert sich manchmal, wenn ich da nachts wieder am Recherchieren bin. Es kostet viel Zeit, sich da einzulesen. Aber bevor wir irgendwas weitergeben und sagen, das ist so, das habe ich gelesen, lasst uns wirklich hier differenziert betrachten und nicht alles Verschwörung nennen. So, jetzt mal zum Aufwachen wieder. Und. Ah, was ist das? Ich lasse den Video nicht ablaufen. Es weckt Gefühle. Um die Sache auf die Spitze zu treiben, das bin im Grunde genommen ich. Und wer ist der Behandler? Ich selber. Vor einiger Zeit habe ich gedacht, ich baue mal im Bad den Spiegel ab in meiner Praxis, habe den auf meinem OP-Stuhl vorne aufgebaut. Dann habe ich mir einen Zahn selber gezogen, also erst betäubt, damit es nicht wehtut. Habe mir den Zahn gezogen, ich sehe ganz entsetzte Gesichter, es ist tatsächlich wahr, es ist kein Gerücht, gibt es auch ein Video davon. Dann habe ich gedacht, und jetzt setze ich mir mal da selber ein Implantat. Dann habe ich in meinen Knochen gebohrt, habe da Gewinde reingeschnitten. Sie sehen, es ist tatsächlich dieser Zahn hier. Ist kein Witz, ist ernst. Und dann habe ich mir da eben einen neuen Zahn, sehen Sie den, wieder hergestellt und der ist jetzt hier drin, der ist jetzt da eingeschraubt. Ich möchte es nicht sagen zum Angeben, sondern Ihnen einfach zeigen, wir müssen differenziert beurteilen. Ich habe nämlich schon Kritik bekommen, als dass ich eben fortschrittsfeindlich wäre oder Implantate ablehnen würde. Ich bin Implantologe, das kann nicht sein. Aber wir müssen differenziert uns überlegen. Hier ging es ja nicht, um mich zum Übermenschen zu machen, sondern etwas, das eben ein Fehler bei mir war. Ich habe früher mal in meiner Schulzeit Hockey gespielt, ging der Zahn kaputt, wieder zu erneuern. Ja, ich denke, Sie haben verstanden, um was es geht. Zentrale Forschungsthemen des Transhumanismus, die fünf tönernen Säulen sind, molekulare Nanotechnologie, die Kryonik, ich erkläre das später, künstliche Intelligenz, Human Enhancement Technologien und Uploading. Gucken wir uns die einzelnen Bausteine kurz an. Was ist molekulare Nanotechnologie? Molekulare Nanotechnologie kann man etwa so vergleichen, so klein wie ein Fußball zur Weltkugel. Kurz mal das Gedankenexperiment mitmachen. So winzig ist ein Nanoteilchen im Verhältnis zu jenem Fußball. Kann man folgen? Also es ist unheimlich klein. Was versteht man darunter, bezogen auf unser Thema? Unter dem Begriff werden zahlreiche Prinzipien aus verschiedenen Natur- und Ingenieurwissenschaften zusammengefasst. Lassen wir mal weg, welche alles das sind. Im Nanomaßstab besitzen Stoffe neue Eigenschaften, da hier die Physik zwischen den einzelnen Atomen ihre volle Wirkung entfaltet. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, wo haben wir ein Stück Metall, hier ein Metallgitter habe, dann hat es eine andere Eigenschaft, wie wenn ich zwei Eisenatome nebeneinander anreihe. Dann haben die ganz andere Eigenschaften. Das ist ein hochinteressantes Themenfeld und das wird eben auch vom Transhumanismus beackert. Mit welchem Ziel? Das Ziel ist es, winzige Sensoren und Maschinen und andere Bauteile aus einzelnen Molekülen oder atomaren Bausteinen zu konstruieren, sei es per Selbstorganisation oder mit Hilfe von Programmen. Und diese winzigen Bausteine, diese Maschinen dann in den Körper einzubringen, damit sie dort, Stichwort kaputtes Auto, Reparaturmechanismen und Reparaturen durchführen. Was kann die Nanotechnologie noch? Da wird es schon gruselig. Neu entwickelte magnetische Nanopartikel können dazu eingesetzt werden, um das Verhalten von Ionenkanälen und Nervenzellen zu stimulieren und Tiere bis zu einem gewissen Maß fernzusteuern. Da gibt es tatsächlich Experimente, das könnte ich Ihnen zeigen. Fadenwürmer kann man steuern, die kann man dann durch ein Labyrinth wie mit einer Fernsteuerung durchführen, indem ich meine Fernsteuerung je nachdem bediene. Die können nicht mehr sich selber bewegen, die sind von mir ferngesteuert. Wir werden nachher noch einen Affen sehen.
Da gibt es schon relativ viel. Auch mit Mäusen hat man ähnliche Experimente gemacht. Fazit: für die Medizin eine wichtige Technologie, die ein gewaltiges Konfliktpotenzial hat. Kommen wir zum nächsten Gruselkabinett. Die Kryokonservierung von Organismen oder einzelnen Organen, meist vom Gehirn, dient der Haltbarmachung, Konservierung, um sie, sofern möglich, in der Zukunft wieder zu beleben. Mittlerweile werden auch ganze menschliche Körper so konserviert. Es sind Menschen, die sich, so könnten salopp sagen, einfrieren lassen. Zur Lagerung werden sie auf minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff gekühlt. Ja, die große Frage ist, wo ist das Bewusstsein von diesen Menschen? Und dann gibt es noch einen ganz anderen Haken. In der Regel, ich habe noch von keinem gehört, der das anders gemacht hätte, werden sie eingefroren. Man muss dann die Körperflüssigkeiten vorher noch entfernen und dann mit einer speziellen Flüssigkeit austauschen. Aber in der Regel geschieht das, nachdem sie verstorben sind. Nun ja, dann erinnert es fast an die Pharaonen, nur dass wir halt keine Mumien haben. Wir haben dann Körper, wie ich sie noch aus der Anatomie kenne. Ich habe etliche Menschen zerlegt. Man möge mir verzeihen zum Üben. Aber es ist auch nicht anders, ob die jetzt in Formaldehyd eingelegt sind oder in flüssigem Stickstoff. So sieht es dann aus. Ja, da ist man dann in so einem Zylinder drin. Das kann man sich dann gut vorstellen. Fazit: zwar gelingt es inzwischen, interessant, einzelne Fadenwürmer oder Ekel aus dem Tiefkühlzustand zu wecken, die wachen tatsächlich wieder auf. Von komplexen Strukturen wie dem Gehirn ist dies jedoch noch weit entfernt. Zum nächsten: künstliche Intelligenz bezeichnet den Versuch, bestimmte Entscheidungen und Verhaltensweisen des Menschen nachzubilden, indem zum Beispiel ein Computer so gebaut und programmiert wird, dass er relativ eigenständig Probleme bearbeiten kann und zu einer eigenständigen Lösung kommt. Das heißt, es geht um das Lernen, um die Schlussfolgerung daraus und die Selbstkorrektur. Ganz einfaches Beispiel: ich verbrenne mich. Ich lerne, Feuer ist heiß, die Schlussfolgerung. Und die Selbstkorrektur: ich baue mir ein Schutzschild vor diesen Ofen. Und das versucht man einer Maschine beizubringen, dass sie das selber lernt, auf Reize zu reagieren und im besten Fall Schlussfolgerungen zu ziehen und Selbstkorrektur, was Menschen auch heute oft schwerfällt, durchzuführen. Letztendliches Ziel ist ein Selbstbewusstsein bzw. das Bewusstsein einer Maschine. Äußerst fraglich. Ich denke nicht, dass das gelingt. So, Entschuldigung. Ja, dann geht's weiter. KI-Nanomaschinen im Körper. Der Körper bekommt Chips, Sensoren, diese erkennen Schäden. Ich hatte es vorhin schon erklärt. Und diese, ja, und dann werden die Schäden mittels Nanoroboter behoben, Ersatzteile werden eingebaut. Jetzt gibt es noch etwas Wichtiges, auf das möchte ich noch kurz eingehen. Das Internet der Dinge. Was ist das Internet der Dinge? Das kennen wir. Bitte? Ja, da gibt es Smart Home. Da wird mein Garagentor, meine Heizung etc. von meinem Smartphone gesteuert. Man kann dann gewisse Häuser noch miteinander verbinden. Das kann man unendlich ausführen. Es gibt ein riesiges Internet der Dinge. Da ist zuerst einmal nichts dagegen einzuwenden. Was aber passiert, wenn unser Körper mit entsprechenden Chips ausgestattet wird, die Signale senden und ich das Internet der Dinge mit dem Internet der Menschen verbinde? Was passiert dann? Die mit dieser Art der Körperüberwachung verbundenen Möglichkeiten sind dann enorm. Von Geburt an wird man durch diese individuellen Informationen identifizierbar und dann eben mit dem Internet der Dinge verbunden sein. Heute kennen wir und nutzen wir Anfänge mittlerweile, zum Beispiel Uhren, Armbänder, die Puls, Atemfrequenz, Herzschlag und noch manches andere Dinge erfassen. Und diese Dinge geben wir freimütig an Internetgiganten weiter. Bezeichnend ist die Sorge derjenigen, die die Entwicklung selbst fördern. Mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Menschmaschinen könnten eines Tages einen Zustand erreichen, in dem sie sich selbstständig so schnell verbessern, dass keine Vorhersage über die Zukunft des Menschen mehr möglich sei.
Fazit: Inwieweit künstliche Intelligenz eines Tages zur Bedrohung für die Menschheit wird, kann nicht abschließend bewertet werden. Das hatte ich schon gesagt, das überspringen wir. Kommen wir noch zum Human Enhancement Technologien. Der Begriff hat sich als Oberbegriff durchgesetzt, und zwar für die unterschiedlichen technologischen Optimierung einer Verbesserung des Körpers. Was meint man damit? Es ist wichtig zu unterscheiden, ob etwas verbessert wird oder ob etwas therapiert wird. Also mein Raumzahnimplantat ist eine Therapie. Eine Verbesserung, wo ich den Menschen, der eigentlich gesund ist, zum Übermenschen machen will, fällt unter diesen Begriff Human Enhancement Technologie. Sie gelten im Rahmen dieser Entscheidung jene Praktiken, die nicht der Wiederherstellung des gesundheitlichen Normalzustands dienen, sondern darauf abzielen, eben diesen Normalzustand in bestimmter Hinsicht zu verändern. Und jetzt kommen wir mal zu einer praktischen Sache. Das Genomediting ist ein fundamentaler Bestandteil des Transhumanismus, um den Menschen dauerhaft umzugestalten. Was geschieht hier? In ganz einfachen Worten erklärt: Wir verändern die Erbinformation. Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal durchklingen lassen. Ich habe übrigens hier so ein Exoskelett, eine Cyborg-Hand. Das ist ein Spielzeug meiner Kinder. Da kann ich meine Hand vergrößern. Aber solche Dinge werden nie reichen, um mich zum Cyborg oder zum transhumanistischen Menschen zu machen. Ich hatte Ihnen auch schon gesagt, es ist wichtig, dass man an der Wurzel eingreift. Und wo ist die Wurzel? In meiner Erbinformation. Und da greift man ein. Und wenn ich da den Menschen bleibend verändere, dann kann ich etwas erreichen. Und deswegen sind die Genscheren ein ganz wichtiger es ist halber, klingelt da die Uhr. Deswegen sind genetische Eingriffe in die Keimbahn des Menschen abzulehnen. Sie stellen nicht nur genetische Modifizierung der Einzelperson dar, sondern bringen Folgen für die nächste Generation. Wenn ich einem Mann, der noch Kinder zeugt, oder einer Frau die Eizellen oder die Spermien verändere, dann werden diese daraus resultierenden Kinder anders sein. Und die dann wiedergeboren werden, werden diese andersartige Erbinformation weitergehen. Das ist aber im Sinne des Transhumanismus erlaubt. Das hatte ich Ihnen in der Einleitung schon gesagt. Wir brauchen drastische Experimente, sonst dauert es zu lang. Und deswegen ist viel zu wagen und manches auszuprobieren. So, ich komme zu Ende. Noch kurz Uploading. Der Transhumanismus strebt einen Gesellschaftsumbau an, der persönliche, individuelle Mensch ihm dabei im Wege steht. Das Ziel ist Mind-Uploading. Die menschliche Existenz soll in Zukunft eine digitale sein. Per Neuroscan ließe sich damit das Gehirn digitalisieren und so auf einen Rechner übertragen. Auf diese Weise soll die Hoffnung erlangt, der Mensch digitale Unsterblichkeit. Ich denke, gestern ist ein Cyborg, ein sogenannter Cyborg, gestorben. Wer da mehr wissen möchte, ich habe heute Morgen noch den Video angeguckt. Der lebt jetzt als Avatar sozusagen im Internet weiter, das war ein Arzt. Auf diese Weise, so die Hoffnung, erlangt der Mensch digitale Unsterblichkeit mit seinem Bewusstsein. Damit könnte der digitale neue Mensch beliebig viele Replikationen von sich selbst anfertigen, selbst wenn sein Körper längst nicht mehr Existenz ist. Aber dazu müsste ich das Bewusstsein dieses Menschen ins Internet hochladen. Das funktioniert noch nicht. Aber die Pläne gehen in diese Richtung. Ja, ich möchte nur zwei Bibelstellen hier kurz anführen. Prediger 12, Vers 7. Was sagt uns die Bibel? Der Geist geht zurück zu Gott. Und der Herr Jesus selber am Kreuz mit ganz viel Ehrfurcht jetzt: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und nicht in eine unbestimmte digitale Welt hinein. Uploading, Technik, größtenteils noch utopisch, gewaltiges Potenzial zum Missbrauch. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach einen Schnitt. Das nächste wird sein: Gedanken steuern einen Roboterarm, sogenannte Brain Gate Experimente.
Da werde ich Ihnen mal einen Film zeigen von Elon Musk, was er sich so alles ausgedacht hat. Das funktioniert tatsächlich schon. Ich möchte dadurch auch Appetit machen, dass Sie wieder kommen. Wie kann ich mittlerweile Gedanken, also ich denke in meinem Kopf etwas, digitalisieren und dann damit etwas steuern? Das funktioniert. Wir werden nachher einen Affen kennenlernen, bei dem das schon Realität ist. Gedanken steuern einen Roboterarm, Brain-Gate-Experimente. Für mich ist es eigentlich das faszinierendste Kapitel. Persönlich wäre das so mein Studienziel eigentlich gewesen. Gott hat es anders geführt. Ich habe mich dann etwas in eine andere Richtung entwickelt. Neurologe, Gehirnforschung, das war immer mein Traum. Piper und Eccles, die haben mal den Nobelpreis dafür bekommen, dass ich und sein Gehirn, ach, das waren so meine Träume. Es ist anders gekommen, nichtsdestotrotz.